Hallo, ihr Gärtner da drinnen. Gesund durch den Winter heißt das Motto. Und im Augenblick liegen Ingwer und die Gelbwurz Kurkuma so richtig im Trend. Wie man diese beiden Pflanzen mit etwas gärtnerischem Geschick auch bei uns im Garten halten kann und Erträge daraus erzielt, möchte ich euch jetzt vermitteln. Ingwer und Kurkuma sind beides sehr nah verwandte Pflanzen. Es sind im weitesten Ingwergewächse, die vor allen Dingen in Indien und im südostasiatischen Raum, vor allem in der Kultivierung von Gärtnern und Bauern vorkommen. Diese Pflanzen sind beides Rhizome, das heißt unterirdische Speicherorgane, so eine Art Wurzel, genau wie das eure Iris im Garten auch hat. Und so sieht solch eine Struktur aus eines Ingwers. Und so, so ein bisschen ähnlich wie eine Made, ist die der Gelbwurz der Kurkuma. Diese beiden Pflanzen brauchen ungefähr ein Jahr, bis sie von der Pflanzung zur Ernte gelangt sind. Diese beiden hier haben wir vor einem Jahr im Winter eingepflanzt. Sie sind durch den Sommer gewachsen, hier im Container. Und jetzt seht ihr, was so struppig ausschaut. Das ist das einziehende Laub und die Pflanzen, die sind jetzt erntereif. Das abgestorbene Laub von unserem Ingwer kann ich einfach abziehen. Hier geht es auch schon ganz einfach ab. Da seht ihr Ingwer, so wie er auch im Feld angebaut würde, produziert solche Speicherorgane. Und hier habe ich nun eine Ingwerknolle, so wie wir sie auch aus dem Supermarkt her kennen. Die Wurzeln, die nach unten gehen, mache ich ab. Hieraus werden dann, nachdem man sie gewaschen hat, Tees oder sonstige Zubereitungen gemacht. Wenn ihr das aberntet, wird euch auffallen, in welcher Richtung diese Rhizome drin sind. Achtet einmal bitte ganz genau darauf und ihr seht, dass die Rhizome, was hier der Ingwer darstellt, so längs angebaut wird, also so wächst und nicht so. Wenn wir nachher den Ingwer dann pflanzen, denken wir dran, so wie er vorher war, sprich aufrecht, wird nachher das Rhizomstück eingesetzt. Es gibt zwei Möglichkeiten, euren Ingwer und euren Kurkuma anzubauen. Beide Pflanzen verhalten sich sehr ähnlich. Im frühen Jahr, also im Dezember, Januar, gehen wir hin und pflanzen die Rhizome. Entweder haltet ihr eure Ingwergewächse im großen Topf das ganze Jahr durch, also sprich bis zum nächsten Dezember, um es dann wieder zu ernten. Oder ihr zieht sie vor in einem kleineren Container und pflanzt sie dann in euren Gemüsegarten nach den Eisheiligen, also Mitte Mai, aus. Diese Variante möchte ich jetzt mit meinen Ingwergewächsen machen, um sie dann später an die heißeste Stelle meines Gemüsegartens auszupflanzen. Wie immer fülle ich die Löcher meines Containers, meines Topfes mit Scherben, damit die Drainagelöcher geschlossen sind. Einen Topf bereite ich für den Ingwer vor und den anderen für Kurkuma. Darauf kommt jetzt eine Schicht Basaltsplit,
als Drainage. Zur Verbesserung, dass auch wirklich keine Staunässe hier entsteht. Das Erdsubstrat, was ich jetzt hier einbringe, das ist sehr nährstoffreich. Und damit die Pflanzen auch in den nächsten Monaten, bis sie ausgepflanzt werden, einen guten Start bekommen, gebe ich noch etwas Langzeitdünger hinein. Den bekomme ich im Gartencenter und er gibt über die nächsten 2 bis 6 Monate immer genug Nährstoffe ab, die die Pflanze benötigt. Das Ganze wird gut gemischt. Ist eine gute Pflanzerde aus dem Gartencenter. Die habe ich nochmal mit Sand, mit Split und mit etwas Perlite zur besseren Drainierung versetzt. Und natürlich jetzt auch mit dem Langzeitdünger. Und nun nehme ich mir meine Rhizome vom Ingwer. Wie gerade im Video auch bei der Ernte gesehen, kommen sie so in die Erde rein und nicht so. Wenn ich hier mit meiner Hand so eine kleine Rille noch mache, dann fällt der richtig schön hinein, der Ingwer. So etwa schaut das aus. Der Rest wird gefüllt. Der Ingwer selbst ist ungefähr 1 Zentimeter unter der Erde. Eher sollte man die Stücke etwas größer halten. Es gibt der Pflanze etwas mehr Stärke, etwas mehr Kraft. Wenn man kleinere hat, würde das sicherlich auch gehen, aber die tendieren dann natürlich eher zu Krankheitsanfälligkeiten hin. Der Kurkuma, der kleine Bruder oder kleine Schwester vom Ingwer, hat hier die Knospen, die seht ihr, so wie eine Made von einer Fliege oder von einem Insekt sieht das aus. Und die lege ich horizontal hinein, waagerecht, so 5 Stücke, die schön fest sein sollen, die nicht schwabbelig sein sollen, die gut noch mit Wasser gefüllt sind, haben beste Chancen anzuwachsen. Auch hier ungefähr 1 Zentimeter werden die abgedeckt. Zum Schluss werden die Töpfe noch mit Basaltsplit abgemulcht. Dieser Basaltsplit, den ich aus dem Gartencenter oder aus dem Baumarkt bekomme, hat die Aufgabe, dass das Erdreich nicht rausgespült wird, wenn ich gieße, und hält die Feuchtigkeit und es unterdrückt Unkraut auf unseren Töpfen. Ingwer und Kurkuma sind richtige Wasserratten. Beide Pflanzen brauchen sehr, sehr viel Wasser. Die müssen jetzt ordentlich angewässert werden, kommen dann in das Wärmste unserer Zimmer zu Hause, zum Beispiel auf die Fensterbank in der Küche, wo sie hell stehen, wo sie es von unten richtig warm haben und bekommen dann immer regelmäßig Wasser. Durch diese Wärme, die sie von unten erhalten, von der Heizung, die sich oftmals unter dem Fenstersims befindet, werden die Rhizome angeregt auszutreiben. Und nach etwa 2 bis 3 Wochen sehe ich dann auch die ersten jungen Pflanzen hier erscheinen. Düngen zusätzlich zu unserem Langzeitdünger, den ich in das Substrat eingegeben habe, kann ich mit Flüssigdünger aus dem Gartencenter dann erledigen. Und wenn es dann März wird, wenn die ersten warmen Tage dann kommen, kann ich sie immer wieder rausbringen auf den Balkon, auf die Terrasse. Und dann ab Mai, wenn es draußen im Gemüsegarten richtig warm wird und ich auspflanzen kann, dann kommen sie an die Südlage, an die wärmste Stelle unseres Gartens und werden auch dann dort regelmäßig und ordentlich gegossen. Wenn euch das Spaß gemacht hat und euch Anregung gegeben hat, mal etwas Exotisches hier bei euch im Garten anzubauen, dann drückt den Daumen nach oben, abonniert den Gartencoach-Kanal, bleibt gesund und viel Spaß beim Ingweranbau.